Einer der belastendsten Krankheiten für Angehörige und Betroffene ist Alzheimer. Eine immer tödlich endende Krankheit. Woher kommt sie, was bedeutet sie und wie kann man sie verhindern? Guten Morgen. Milliarden Euro fließen in die Forschung und ja, doch macht man kaum Fortschritte bei der Alzheimer-Krankheit. Wir reden hier von einer Krankheit, die nicht mal in Gänze komplett verstanden worden ist. Immerhin hat man nun umfassende Beweise dafür, dass arteriosklerotische Arterien im Zusammenhang mit Alzheimer stehen. Und wenn ich von Beweisen oder von Studien rede, dann wisst ihr ja, unten in der Infobox, Alzheimer-Patienten haben deutlich mehr arteriosklerotische Plaqueablagerung und verengte Arterien im Gehirn als Nicht-Alzheimer-Patienten. Und so nimmt das Blut und damit auch die Menge an Sauerstoff, die zum Gehirn dann transportiert wird, bei diesem Alzheimer-Patienten eben auch stetig ab. Und gerade bei Alzheimer-Patienten sind die Arterien zum Erinnerungszentrum des Gehirns besonders verstopft. Und wie gesagt, Studien alles unten. Ursächlich für diese verstopften Arterien, das wissen wir mittlerweile oder diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ist Cholesterin. Und das gleich auf doppelte Weise. Nicht nur arteriosklerotischer Plaque in den Hirnarterien wird gebildet, sondern auch amyloider Plaque im Gehirngewebe. Cholesterin ist auch nicht per se böse. Ganz wichtig. Es ist ein ganz wichtiger Zellbaustein. Und gerade weil er so wichtig ist, produziert der Körper diesen vollkommen selber. Aber wenn wir jetzt noch Cholesterin von tierischen Produkten in Form von gesättigten Fetten zu uns nehmen oder noch schlimmer Transfetten, dann erhöht sich der Cholesterinwert. Auch hier wurde jahrelang in der Wissenschaft diskutiert, aber nun weiß man, dass ein erhöhter Cholesterinwert ein Risiko für Alzheimer ist. Entsprechend haben die Wissenschaftler des Center for Alzheimer Research, also der Institution, die sich ausschließlich mit Alzheimer als Krankheit beschäftigt, einen Übersichtsartikel verfasst, den ich auch wieder natürlich unten verlinkt habe. Und darin ist nochmal in aller Deutlichkeit geschrieben, dass Alzheimer nicht heilbar ist. Man kann hohen Blutdruck und Cholesterinspiegel bekämpfen, aber das verlangsamt den Prozess nur und heilt ihn nicht. In dem Artikel steht dann auch weitergeschrieben, dass quasi alles, was für das Herz gut ist, ne, auch für das Gehirn gut ist. Das ist natürlich erfreulich, weil wir so im Endeffekt die Richtlinien, die wir für eine gesunde Lebensweise, die wir für das Herz anstreben, eben auch für unser Gehirn adaptieren können oder anwenden können. Auch hier nochmal der Hinweis, dass arteriosklerotischer Plaque und die damit einhergehenden Verstopfungen in den Arterien eine Schlüsselrolle in der Entstehung von Alzheimer spielt. Und damit auch wieder ein Hinweis auf den Verzicht von tierischen Produkten, die eben den Cholesterinspiegel und damit die Arteriosklerose fördern. Pharmakonzerne, die natürlich in einer unheilbaren Krankheit ein enormes Geschäftspotenzial sehen, werden ja nun, also sind jetzt dabei quasi so vorbeugende Medikamente gegen Alzheimer anzubieten und zu entwickeln. Und der Hauptbestandteil in diesen Medikamenten sind Statine, die tatsächlich das Cholesterin senken. Aber leider verursachen Statine selber kognitive Störungen wie den Verlust des Kurzzeit- und des Langzeitgedächtnisses. Ja. Ihr wisst, Quellen immer unten in der Infobox. Also fangt mit einer gesunden Ernährung an, bevor es zu spät ist. Nicht alles lässt sich immer wieder heilen. Alzheimer zählt Stand heute dazu. In den Richtlinien im Neurobiology of Aging zur Ernährung und zur Lebensweise für die Vermeidung von Alzheimer steht wortwörtlich: Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Vollkornprodukte sollten Fleisch- und Milchprodukten als Hauptbestandteile der Ernährung ablösen. Also in diesem Sinne, solange ihr euch noch daran erinnern könnt, esst pflanzliche Nahrung, um Alzheimer gar nicht entstehen zu lassen, beziehungsweise wenn ihr bereits erkrankt seid, diesen Prozess zu verlangsamen. Jeder Tag, wo ihr startet, ist der beste, egal wie alt, wie krank oder wie unpassend es sich derzeit anfühlt. Alles Liebe, euer Christian.